Salam alaikum. Salam alaikum. Ich stolper fast die ganze Zeit wegen diesem Handtuch, ey. Oh, Krampf. Ah. Wahrscheinlich, warum wir für alle hier stehen. Heute ist nämlich eine ganz, ganz besondere Kids-Celebration. Nämlich, ziemlich sicher, unsere letzte Kids-Celebration. Oh ja, wirklich krass, wir haben so viel zusammen erleben dürfen. Aber hey, ihr dürft nicht nur traurig sein, sondern ihr dürft auch wissen, wir werden bald was richtig Cooles Neues starten. Okay. Seid gespannt, wir sind dabei, das Beste für euch vorzubereiten. Und ja, wir lassen es euch auf jeden Fall wissen. Genau, ich finde es auch Hammer, dass ihr heute nochmal dabei seid und dass ihr heute nochmal alles mit uns erleben wollt, mit Theater, Moderation, Worship. Und weil es eben das letzte Mal ist, dürft ihr euch heute besonders fokussieren auf Gott und auf uns und auf die Bibel. Genau, und so viel mitnehmen, was geht. Und ja, Kids, was wir auch sehr geliebt haben mit euch, ist Worship zu machen. Das war mega cool. Die Bewegungen, wie sich jeder investiert hat, auch ihr Kids, jeder Einzelne, der gekommen ist, immer wieder sich diese Zeit zu nehmen, sich diese Bewegungen ja da mitzumachen und einfach Gott anzubeten. Kids, ich will mich auch noch bei euch bedanken für die Moderation, als ihr da dabei wart. Ich habe es so geliebt, mit euch das zu machen, weil ich gesehen habe, wie euer Herz dabei aufgegangen ist und was wir für eine gemeinsame gute Zeit hatten und wie viel Spaß wir hatten. Danke für alles, auf jeden Fall. Und was ich, glaube ich, echt am meisten gefeiert habe bei den Celebrations, ist, euch mitzunehmen in andere Länder, in Theater mit reinzunehmen, mit euch Kids Theater zu spielen, genau, und euch die Welt zu zeigen und euch Gott zu zeigen. So genial. Amen. Und auch heute werden wir auch natürlich noch eine Predigt haben, auf die könnt ihr euch sowas von freuen, die wird richtig kraftvoll werden. Allgemein, ich hoffe echt, dass jeder von euch was mitgenommen hat aus jeder einzelnen Predigt, weil Gott hat gesprochen in euer Herz und jetzt könnt ihr gespannt sein, wie das zur Entfaltung kommt. Amen. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt in unsere coole Celebration. Jawohl. Das wird nochmal richtig genial heute. Yes. Und ihr fragt euch eben schon bestimmt auch, warum sind wir so angezogen? Das werden wir euch jetzt gleich zeigen in einem kurzen Theaterstück. Bis gleich. Bis gleich. Ab geht's. Hi Noah.
Hi. Was machst du da? Ich baue ein Boot, ich baue eine Arche. Hä? Und warum? Ich muss hier Gottes Auftrag folgen. Er hat mir gesagt, es wird Auftrag. Eine starke... Ja. Was denn für ein Auftrag? Ja, es wird eine starke... Warte. Eine starke Sintflut kommen. Mhm. Er wird alle Menschen vernichten. Und deswegen hat er mir gesagt, ich soll... eine Eiche bauen, ein riesiges Boot, wo ich dann alle Tiere mitnehmen soll. Tiere auch noch mitnehmen? Ja, natürlich. Okay. Alles klar. Ja. Dann lass ich dich mal machen. Okay. Ciao. Oh nein, die zwei Klötze, die sind wichtig. Oh nein. Oh nein. Jetzt sollte es gehen. So, Kids, das war jetzt die erste Szene von unserem Theater. Und vielleicht ahnen schon einige von euch, um wen es sich handelt. Wenn ja, dann könnt ihr einfach mal laut rufen. Noah. Ah, ich höre doch schon was. Und wir wollen kein normales Theater machen, sondern wir wollen diesmal was Spezielles machen. Ich will jetzt gleich mal die Schauspieler auf die Bühne holen und dann werde ich sie interviewen. Kommt ihr bitte mal? Aha, da sind sie schon. Hey. Hey. Hallo. So, also, ich würde gerne mit dir anfangen. Alles klar. Wie hast du denn dich in der Situation gefühlt? Ja, also für mich als normaler Mensch in der Noah-Welt ist der Noah eh schon ein komischer Typ. Der lebt nicht so wie wir. Der macht andere Sachen. Der macht Sachen, die wir machen, nicht. Und das ist einfach ganz, ganz komisch. Ja. Und dieser komische Noah, der wird mit der Aktion noch viel komischer für mich. Der kommt mir entgegen mit Holz und einer Kiste und Werkzeug. Und ich frage ihn, was er macht. Und er sagt, er baut ein Boot. Und hier ist nicht mal Wasser. Und also für mich wirkt der verrückte Noah noch viel verrückter. Okay, dann haben wir jetzt mal deine Meinung gehört. Und jetzt würde mich noch interessieren, wie es dir geht, Noah. Ja, ich leg mal kurz die Sachen ab. Ja, ja, alles gut. Die sind ein bisschen schwer. Ja, so, also... Wie ich mich fühle, eigentlich in meiner Rolle ist es völlig egal, wie die Menschen mich ansehen, wie sie denken, wenn er sagt, ich bin komisch, ich höre mehr auf Gott, ich will mehr Gottes Auftrag nachgehen. Also ich gehorche Gott mehr als Menschen. Ja. So Kids, die anderen zwei, unsere Schauspieler, die bereiten sich gerade schon auf die nächste Szene vor. Und wir, ratet mal, was wir jetzt machen. Ja, genau. Wir gehen jetzt zusammen in den Worship und lass uns richtig abfeiern, Kids. Ich will keinen sehen, der jetzt auf dem Sofa rumhockt oder irgendwie nur sich's anschaut, sondern wir gehen jetzt gemeinsam ab. Ab geht's! Traum wird nun wahr, das Leben zu leben mit dir.
schwarz und weiß, wie zum bunten Farbenlicht. Alles neu, denn mein Retter findet mich. Wie die Sonne, die durch die Wolken bricht, schwarz und weiß, wie zum bunten Farbenlicht. Alles neu. Hey Felicia, voll gut, dass ich dich treffe. Ich muss dir unbedingt was erzählen. Erzähl. Das ist nicht mehr nett. Okay. Ich war vorhin unterwegs, wollte eigentlich nur heimlaufen und dann ist mir Noah begegnet. Noah? Ja, der, ja genau. Okay. Der Noah. Jetzt bin ich gespannt. Der hatte einfach Unmengen an Holz dabei und eine Kiste und Werkzeug und ich habe halt dann gedacht, ja okay, keine Ahnung, der baut halt irgendwas, aber ein Haus hat er ja. Und dann habe ich ihn gefragt, was machst du? Dann hat er gesagt, er hätte den Auftrag von Gott, ein Boot zu bauen. Ein Boot? Ich glaube, ich für bin... Für was denn? Hier gibt es doch nicht mal Regen. Ja, du kennst ihn, ich habe ihn dann einfach machen lassen, aber so merkwürdig. Und jetzt baut er da irgendwo auf einem Berg ein Boot, auf dem Berg. Meinst du das gerade ernst? Ja, wirklich. So komisch. Also, wenn du mir das über alle anderen gesagt hättest, hättest du dir nicht geglaubt. Aber bei Noah, oh, ich glaube, der ist total verrückt geworden jetzt. Ja. Ohne Witz, komplett. Weißt du was? Wir schauen danach, ich will es direkt sehen. Oh, das wird witzig, wenn ich das erstmal den anderen erzähle. Ja, werden alle so lachen. Hey, das müssen wir sehen. Lass uns gehen, oder? Ja, direkt. Danke, dass du mir erzählt hast. Das ist ja spannend. Schau, ich hab's dir gesagt. Du hattest ja wirklich recht. Der spielt vollkommen verrückt. Der braucht einen Arzt. Guten Tag, Noah. Hallo. Ich habe gehört, du baust ein Boot? Ja, ich muss mich auch beeilen, ja. Ich beeilen? Weiß, dass. Ja. Hä? Weit und breit keine Wolke zu sehen. Natürlich, ich weiß, dass Gott zu mir gesprochen hat und ich bin überzeugt davon, dass er Regen bringen wird, dass er die Sinnflut bringen wird. Er und sein Gott. Wirklich? Ich folge Gottes Auftrag. Ich glaube, du und dein Alkohol. Hört auf mit dieser Geschichte. Und auf deinem Schiff, Noah, haben wir da beide auch dann Platz? Nein. Ihr hilft mir eh nicht. Ihr lacht mich aus. Ihr wisst doch gar nicht, was... Oh, jetzt ist er auch noch beleidigt. Ja. Na dann, wünsche mir dir ganz viel Spaß. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich passieren wird. Niemals. Überall Wasser. Überall Wasser. Ich glaube, wir sind gerade im Traum. Ja. Oh, das müssen wir mal den anderen erzählen. Die werden lachen. Das müssen alle mitkriegen. Viel Spaß, viel Spaß. Du spinnst. Sie werden sehen, Gott wird diesen Regen schicken. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es geschehen wird. Ich folge Gottes Auftrag. Kids, mega spannend, was da unsere Schauspieler erleben und wie Noah sich gefühlt haben muss. Aber das wollen wir jetzt von Noah persönlich hören und von den anderen. Deswegen kommt ihr bitte mal auf die Bühne. So, hier haben wir sie alle. Diesmal will ich mit dir, Noah, anfangen. Kannst du mir erzählen, wie du dich fühlst? Oder? Ja, genau. Ja, im ersten Moment, wenn man die Menschen da hört, dass sie einen auslachen, denkt man so, okay, mache ich irgendwas falsch? Aber wenn ich weiß, so Gottes Auftrag oder Gott hat wirklich zu mir gesprochen, dann weiß ich, ich muss Gott mehr gehorchen. Und je mehr ich darüber wirklich nachdenke und je mehr ich auch so diesen Widerstand bekomme, weiß ich, Gott wird mich da führen. Ich lebe nicht mehr im Schauen, sondern ich lebe im Glauben. Und deswegen bin ich voll überzeugt, je mehr ich das mache, je mehr ich da baue, dass Gott da was tun wird. Krass. Starke Worte. Hammer. Und jetzt zu euch beiden. Erzählt mir doch auch mal eure Sicht.
Ich glaube, das ist auch das, was uns so sehr erstaunt hat, dass er, obwohl wir alle ihn ausgedacht haben und das gar nicht verstehen, er selber sagt, ich bleibe da trotzdem dran, ich baue trotzdem weiter, auch wenn es für uns überhaupt keinen Sinn ergibt und allgemein für ihn wahrscheinlich auch noch nicht einen Sinn ergibt, aber weil es Gott gesagt hat, er dran bleibt. Genau. Und es mag, ja, also voll. Und ich glaube, es mag vielleicht verrückt klingen und für ihn selber klingt es bestimmt auch verrückt, wenn wir an den Himmel zeigen und da ist keine Wolke und es wird nicht regnen am nächsten Tag. So sieht's aus. Aber er bleibt halt dran. Und das erstaunt uns. Und deswegen denken wir vielleicht, er ist verrückt. Aber Gottes Pläne sind halt auch manchmal verrückt. Ja. Und ich habe mir auch so die Frage gestellt, wenn ich jetzt heute jemand an mir vorbeilaufen sehe, den ich kenne, und er sagt, er baut jetzt ein Riesenschiff, weil es kommt eine große Flut. Das würde ich auch nicht gleich verstehen. Ja. Und ich glaube, da dürfen wir echt lernen, dass Gottes Pläne übernatürlich sind. Und die sind nicht immer logisch. Die übersteigen unseren Verstand. Ja, voll gut. Das war's schon, oder, mit uns? Das war's, ihr dürft wieder gehen. Also Noah, du hast unseren Respekt. Ja. Auch wenn wir es getarnt haben mit Lachen. Ja, genau. Also, ihr dürft wieder runtergehen. Yes. Weil wir machen weiter. Genauso wie Gott Noah eine herausfordernde Aufgabe gegeben hat, wollen wir euch auch eine herausfordernde Aufgabe stellen. Und dazu schalten wir live nach Tuttlingen zu Thomas. Der wird es dann euch erklären und mit euch die Challenge machen. Hallo liebe Kids, wir sind hier in Tuttlingen in der Kampfsportschule, das ist unser MySpot und wir haben eine coole kleine Mini-Challenge für euch. Also es ist cool, wenn ihr jemanden habt, der ein bisschen größer ist oder der jemand halt standhaft dasteht. Zwei Freiwillige, lasst uns mal probieren, wie oft sie die Übung schaffen. Also das Spiel geht folgendermaßen. Der Bene steht hier mit den Beinen weit auseinander. Ganz tief, Beine ein bisschen angewinkelt und er muss stabil stehen. Und hier haben wir ein Kletteräffchen. Und das Ziel ist, er springt hinten auf seinen Rücken. Okay, springen wir hoch. Der Bene darf ihm nicht helfen, der wird die Arme strecken. Beine sind auseinander. Und wir schauen mal, ob er eine Runde um ihn drumherum klettern kann. Maximale Zeit eine Minute. Und die Füße dürfen nicht den Boden berühren. Ready? 3, 2, 1, go! Oh, die Beintechnik, achtet auf die Beintechnik. Kletteräffchen. Ja, komm, und noch eine Runde. Geht noch eine? Schaffst du noch eine? Komm, noch eine. Noch eine, nicht so schnell, noch langsam. Ich bin schon da. Wow. Yeah. Das ist auf jeden Fall ein Applaus wert. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß mit der Challenge. Habt viel Spaß dabei. Einen schönen Sonntag. Bis bald. Ciao. Wow, was für eine coole Challenge. Die werde ich nachher mit Christian sicher auch noch zusammen ausprobieren. Und jetzt haben wir noch eine Aufgabe, ich habe eine Aufgabe noch für euch. Dreht euch mal zu eurem Nachbar oder hinter euch, keine Ahnung, wo einer ist. Aber auf jeden Fall besprecht mal eine Minute lang, was euer Lieblingsspielzeug ist. Und danach, nachdem ihr das gemacht habt, werden wir zusammen die Predigt anhören und die ganze Geschichte von Noah hören, was er wirklich erlebt hat im Detail. Bis gleich! Ich freue mich mega, heute euch einen kleinen Input mitgeben zu dürfen. Und zwar habt ihr ja die Geschichte von Noah jetzt nochmal gehört. Und für mich ist der wirklich ein Glaubensheld, der einfach beeindruckend ist und sehr inspirierend ist. Und über den möchte ich jetzt noch ein bisschen mit euch ausführlicher sprechen. Und zwar, was mich mega begeistert ist,
Es hatte zuvor noch nie geregnet. Die Welt kannte den Regen nicht und es war keine Gefahr sichtbar. Und trotzdem hat Gott zu Noah gesprochen und ihn vorgewarnt, weil Noah ein Mann war, der mit Gott gelebt hat, der Gott wirklich ernst genommen hat. Es heißt auch, Noah war ein gerechter Mann, also ein Mann, der vor Gott richtig war. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne es aus meinem Leben. Ich möchte richtig vor Gott sein. Und oft schaffen wir das vielleicht aus uns selbst heraus gar nicht. Aber mit Jesus können wir das, vor Gott richtig sein. Und Noah war ein solcher Mensch, der durch seinen Glaube richtig vor Gott war. Und deshalb hat Gott seine Pläne mit ihm geteilt und ihm das nicht vorenthalten, was er vorhatte. Er hat gesehen, also Gott hat gesehen, dass die Menschen böse sind, dass sie voller Gewalt sind und hatte deswegen genug davon und wollte dem Ganzen ein Ende machen. Aber er hat Noah nicht vergessen. Er hat gesehen, dass Noah richtig war und deshalb hat er seine Pläne mit ihm geteilt, ihm vorgewarnt, was kommen wird. Und die Menschen drumherum haben bestimmt gedacht, was macht dieser Noah da, was ist der verrückt geworden? Warum baut der so lange an dieser Arche herum? Und spannend finde ich auch, Gott war es auch ein großes Anliegen, Noah genaue Angaben zu geben. Er hat Noah gesagt, wie hoch, wie breit, wie tief die Arche sein soll. Er hat gesagt, wo ein Fenster hinkommen soll, wo die Tür hinkommen soll, aus welchem Material die Arche gebaut werden sollte. Und sehr besonders finde ich, dass in der Bibel steht, dass Noah genau das so getan hat, wie Gott es ihm gesagt hat. Und das kommt zweimal kurz hintereinander, dass es dort steht, Noah tat alles ganz genau, wie der Herr es ihm aufgetragen hatte. Und das ist der Punkt, auf den ich auch heute zu sprechen kommen will. Und zwar, das ist Gehorsam. Wenn man tut, was Gott sagt, nennen wir das Gehorsam. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass Gehorsam immer belohnt wird. Und in Noahs Geschichte sehen wir einfach, dass es eine große Auswirkung hatte, dass Noah gehorsam war. Er hat sich an das gehalten, was Gott ihm aufgetragen hat, was Gott ihm gesagt hat, hat es genauso ausgeführt und hat schlussendlich sein Leben und das Leben von seinen Söhnen und den Frauen gerettet. Und ich glaube, dass Gehorsam immer Leben bringt. Gehorsam bringt Leben und rettet. Und da möchte ich dich ermutigen, dass du in den Bereichen, wo du merkst, dass Gott zu dir spricht, dass du einfach gehorsam bist. Dass vielleicht hat Gott dir etwas gesagt, was dir sehr ungewöhnlich vorkommt. Vielleicht hat Gott dir gesagt, du sollst etwas verschenken, was dir sehr wertvoll ist, oder etwas tun, das du noch nie zuvor getan hast, vor dem du auch vielleicht Angst hast, etwas Unbekanntes zu tun, was zuvor noch keiner getan hat. Aber wenn du einfach weißt, dass Gott zu dir gesprochen hat, dann sei mutig und sei stark und geh voran, tu das, was Gott dir aufgetragen hat und es wird belohnt werden. Ich kann aus meinem Leben wirklich auch bezeugen, dass es sich lohnt, Gott gehorsam zu sein. Und zwar einmal war da eine Situation, ich war in einer neuen Gruppe zusammengekommen und ein Mädchen war sehr beliebt und alle wollten mit diesem Mädchen befreundet sein und so auch ich. Und ich habe gemerkt, dass ein anderes Mädchen mehr mit diesem Mädchen zu tun hatte und ich habe gemerkt, wie in mir so ein Gefühl der Eifersucht hochkam. Und ich wusste erstmal nicht, was ich damit tun soll, aber Gott hat mir gesagt, dass ich zu dem Mädchen hingehen soll, auf das ich eifersüchtig war und ihr das sagen soll und sie um Vergebung bitten soll. Und vielleicht denkst du jetzt erstmal, ja, aber das ist doch total unlogisch, das Mädchen weiß gar nicht, dass du eifersüchtig auf sie warst. Warum mache ich das? Aber ich habe einfach in dem Moment Gott vertraut und vertraut, dass er einen größeren Plan hat, dass er Recht hat, auch wenn ich es nicht verstehen kann. Und dann bin ich zu diesem Mädchen hingegangen, habe ihr das erzählt und habe auch um Vergebung gebeten. Und sie hat mir zugesprochen, dass sie mir vergibt und
was daraus entstanden ist, einfach eine mega wertvolle Freundschaft, die bis heute anhält. Und da habe ich einfach wieder erlebt, dass, wenn wir Gott gehorsam sind, auch wenn es manchmal vielleicht unlogisch erstmal klingt, dass es sich lohnt, das zu tun, was Gott einem sagt. Und da möchte ich dich einfach ermutigen, dass du das tust, was Gott sagt, weil er ist derjenige, der das belohnt und immer die Frucht daraus ist immer Leben. Und ja, erinnere dich doch jetzt vielleicht einfach mal an einen Gedanke oder eine Situation, wo du gemerkt hast, dass Gott zu dir gesprochen hat, wo du vielleicht auch dachtest, das hört sich aber unlogisch an, oder andere verstehen es vielleicht auch nicht, was du tust, aber merk dir, dass Gottes Meinung über dir viel wichtiger ist als das, was Menschen über dich denken. Und du kannst da einfach Gott vertrauen, dass er da ist und dass er dich festhält und bei dir ist, dich nicht alleine lässt. Und er sieht dich, wenn du mutig vorangehst. So sei mutig und stark und ja, hör Gott wirklich zu. Sei bereit, das zu hören, was Gott dir sagt. Tschüss! Hey Kids, mega! Das Theater war richtig heftig, oder? Ich habe richtig mitgefühlt. Vor allem mit Noah. Ich finde, ich habe so Respekt vor dem, was Noah gemacht hat, dass er einfach nicht darauf hört, was andere Leute sagen, sondern Gott hat ihm Auftrag gegeben und er läuft darin. Dann interessiert es ihn nicht, was die anderen sagen. Wie oft geht es mir und vielleicht euch auch so, dass andere Leute was sagen und man hört eher auf die anderen Leute wie auf Gott. Wir sollten echt mehr von Noah lernen. Und jetzt gehen wir noch zusammen in Worship. Aber bevor wir da reingehen dürfen, muss ich noch was schaffen. Ich muss einen Bottleflip machen und dann können wir zusammen gehen. Hey! Auf geht's! Oh, wir schauen auf den Sohn und erkennen den Retter, sehen Liebe in ihm, singen sein Lob für ihn. Bahnt den Weg durch tiefste Nacht. Sieh, das Königreich, es entfaltet seine Farbenpracht. Freiheit weckt die Atmosphäre auf. Wenn der Tag anbricht, löscht sein Licht auch alle Schatten aus. Hinter das Himmelssee reicht Liebe uns die Hand, der unvergängliche Jesus, mein Gott. Oh, wir schauen auf den Sohn und erkennen den Retter, sehen Liebe in ihm, singen sein Lob für ihn. Ist bereit, wenn sein Reich kommt. Sieh nur Gottes Hoffen, strahlt auf wie das Morgenrot. Jetzt für immer hat Jesus den Tod besiegt. Liebe fürchtet nichts und sein Licht vertreibt die Finsternis. Hinter das Himmelssee reicht Liebe uns die Hand, der unvergängliche. We'll be right back.
reicht Liebe uns die Hand. Der Unvergängliche, Jesus, mein Gott. Hinter das Himmelszelt reicht Liebe uns die Hand. Der Unvergängliche, Jesus, mein Gott. Oh, wir schauen auf den Sohn. Oh, wir schauen auf den Sohn. Oh, wir schauen auf den Sohn und erkennen den Retter. Sehen Liebe in ihm, singen sein Lob für immer. Oh, wir schauen auf den Sohn. Der Sonne. Es ist jetzt tatsächlich soweit. Die Kids Celebration ist zu Ende. Yes, Kids. Es ist tatsächlich soweit. Wir haben die letzte Kids Celebration und ich freue mich richtig auf das, was kommt. Aber nicht nur ich. Ich bin gespannt auch, was die anderen, über was sie sich so freuen. Und die dürfen jetzt mal herkommen. Und ja, ich würde sagen, oh wow, das war ja... Krass. Jeder von uns darf euch einfach jetzt noch einen Wunsch mitgeben. Was wünschen wir euch? Hört gut zu. Ja, Kids, ich wünsche euch, dass ihr wirklich ein Denken habt, dass ihr wie Könige seid und dass ihr alles, was ihr tut, dass es gelingen wird und dass ihr mehr zu geben habt, als ihr denkt. Yes. Ich wünsche euch, dass ihr ein Vorbild sein könnt für die in eurem Umkreis und dass ihr euch nicht zu schämen braucht für Jesus oder für irgendwie für den Glauben, sondern dass ihr den Glauben weitergeben könnt. Yes. Amen. Und ich wünsche euch, dass ihr einfach wisst, hey, ihr habt Gaben und Talente bekommen, ihr dürft sie einsetzen. Ihr braucht euch nicht zurückhalten, zu sagen, ich kann das nicht. Ihr dürft wirklich alles, was ihr bekommen habt, zeigen und tun und der Welt zeigen, hey, ich bin begabt, ich bin gesegnet von Gott. Ja. Ich wünsche euch in eurem Alltag, in der Schule oder wo ihr auch seid, Begegnungen mit Gott. Und habt keine Angst davor, Begegnungen mit Gott zu haben, sondern geht auf die Suche nach Begegnungen mit Gott. Yes. Die sind so gut. Ja, genau. Hammer. Und jetzt zum Ende betet die Hannah noch. Ja, dann lass uns zusammen beten. Yes. Cool. Ja. Oh Jesus, wir danken dir so sehr für jede einzelne Kids Celebration, Herr. Ich danke dir, dass du in jeder da warst und auch weiterhin da bist bei jedem einzelnen Kind. Danke, Jesus, dass du jedes einzelne Kind liebst, dass du jedes Kind ausgerüstet hast mit Begabung und dass sie wirklich wissen dürfen, sie brauchen keine Angst haben und sie haben die Freude des Himmels in sich. Herr, wir segnen jedes Kind mit deinem Schutz, mit deinem Segen und wir freuen uns auf die Zukunft mit dir zusammen bei ICF Kids hier. Yes. Amen. Amen. Wir freuen uns. So bis bald. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao. So, wir gehen jetzt mal raus hier. Schau mal ganz schön hoch, ey. Boah. Bis wir in den Himmel. Hier, weiter hoch. Ja. Noch weiter. Weiter. Komm. Hallo, aufpassen. Schnell. Anna, pass auf. Mann, ey, wo sind wir hier? Alter, was ist das für eine Bruchbude hier? Ekelhaft. Schmutzig. 500 Meter über dem Boden.